Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde. Ich bin so euer lieber Udo und wir sind zurück gleich. Ich habe jetzt nochmal Criminal National Ideas gemacht in drei Staaten, nachdem in Böhmen das ja rausgeflogen ist. Violent Suppression bringt, glaube ich, gar nichts. Soweit ich das mitgekriegt habe, das bringt nur was gegen die Turmoils. Tja, kann man nichts machen. Ja, wir haben ein paar Kriege. Bald. Die wir hoffentlich ohne weiteres gewinnen werden. Also, die Rebellion in Anhalt werden wir auf jeden Fall gewinnen. Ja, das ist nett von euch, dass ihr das macht, aber. Oh, die Cherokee haben den Land überlebt. Das finde ich auch echt nett. Oh, und die USA gefällt mir tatsächlich an. Das ist nett. Also, war eigentlich ziemlich egal. Um ehrlich zu sein, ist mir recht, dass sie die umbringen. Alles, was die Welt schwächer macht, macht mich stärker. Oder? The uprisings. Right now, enjoying full rights under Austro-Hungarian law, some wealthy and misfit people have begun moving into neighborhoods. We may need some new regulations to. Yes. They have fairly earned their success. Well, it's Na, sie. Wir haben die Diskriminierung quasi abgeschafft in unserem Staat. Die paar Kolonietypen sind mir eigentlich relativ egal. Dann machen die halt auch ein Uprising. Warte mal, wo ist eigentlich der Hötz? Wo ist der gerade? Können wir den bitte auch auf diese Front stellen? Wo zum Henker? Warum warst du da unten? Okay, das radikale Finnland wird wohl seinen Aufstand nicht gewinnen, so wie die Tschechen ihren Aufstand nicht gewinnen werden. Zu holen. Ihr Idioten. Ich mag nicht, dass die ganzen Leute sterben hier. Kateri tot. Echt jetzt? Braunschweig ist jetzt ausgestiegen. So knapp vor dem Anfang des Krieges. Braunschweig ist auf minus 95. Ach so, weil sie jetzt wahrscheinlich ausgestiegen sind. Ärgerlich.
Können wir bitte diesen Krieg so schnell als möglich gewinnen? Achso, warte mal, vielleicht sollten wir mal schauen. Nein. Vielleicht sollten wir mal schauen, wie Military Goods ist. Dann brauchen wir auf jeden Fall mehr. Das war's. Mehr Munition gibt am Weltmarkt nicht. Davon wird das Kraut aber nicht fett. Andererseits, Munitionsfabriken habe ich nicht nach Böhmen gebaut. Hoffe ich. Und Anhalt kämpft auch. Passt. So, schauen wir mal. Was haben wir denn da? Hat der Munitionsfabrik noch dabei? Arms Industry, ja. Munitionsfabrik, nein. Was ist das mit mehr? Da haben wir gar nicht. Könnten wir bitte diesen Krieg gewinnen und nicht verlieren? I pack your note. In East Angola und Bas-Kongo haben wir Gummi gefunden. Also nicht wir, sondern irgendjemand. Naja, auf jeden Fall den Krieg gewinnen wir. So, und was ist das da? Sachsen gegen das revolutionäre Sachsen. Yes. Wer ist das? Sind Industrielle und Bauern? Was ist denn das für eine Combo? Und diese Liberal Reform. Ugh. Was macht ihr? Conservative Agenda. So schwer es mir fällt, aber ich glaube, ich werde diese der Typen da Rede und Bauern definitiv mein Fall. Ah, so viele Leute, die hier sterben, die in meinen Fabriken arbeiten können. Oh, das ist nett bei der Sizilien. Das finde ich gut, dass du auch mal was tust in unserer Beziehung und nicht nur ich immer. Wir verlieren diesen Kampf, obwohl wir die Stärkeren sind. Wir haben auch mehr umgebracht von ihnen. Es kommt davon, wenn man mit zu wenig Leuten nicht zerstören kann. Na, zumindest halt einen wird ziemlich erinnern.
können wir weitermachen. Oh, wir haben laissez-faire durchgesetzt. Das ist ja schnell und einfach gegangen. Das wird vielleicht jetzt mehr. So, warte mal, wir könnten aber die Steuern erhöhen. Ich glaube, das werden wir jetzt machen sogar. Kommt zum zweiten. Oh, wir haben einen Mission von Holland gekriegt. Das ist gut. Minus 64. Warum? Wir das machen, geht's. Fancy. Machen wir doch glatt. Vielleicht um eher, wenn in unserer Dings ist. Warte mal. Ah, check uprising. Hey, Württemberg unterstützt uns jetzt. Schau an. Wusste ich's doch. Und sobald Bächen eingenommen sind, könnten wir bitte diesen Krieg gewinnen und nicht. Ich meine, könnten wir bitte nicht lauter negative Ereignisse haben beim Angriff. Ich meine, hat er dieses Mal auch mehr auch negativ. Das ist ein Wie. Vielleicht sollten wir nur die Leute angreifen lassen, die auch wirklich gut im Angriff sind. Yay. So, wer von denen ist denn Angriff? Expert Defensive, Experienced Offensive. Okay. Was? Experienced Offensive. Du bist ein guter Offensiver. Du wirst in der Verteidigung gehen. Ein Fehler. Ich hätte gerade schauen sollen. Woher nehmen die Waffen, verdammt nochmal? Die haben keine Munition. Womit schießen die eigentlich, die blöden Bächen? Wer hat ihnen die Munition gegeben? So, sobald wir diesen Kampf verloren haben, und den werden wir ja offensichtlich bald verlieren, geh du in die Freund. Okay. Frankreich kommt, weil ich jetzt Sambia ist mir egal, um ehrlich zu sein.
nicht mehr angreifen, du Wahnsinnig. Das greift jemand an, der wird zwei Eton angreifen. Ah, und schon haben wir ein besseres Verhältnis. Ja, und auch ein besseres Verhältnis, was trifft. Und wir haben ein besseres. Wieso nicht gleich so? Wir hätten gleich den richtigen General hinstellen sollen. Gut aus. Dieses Mal. Nach drei Niederlagen kommt auch mal ein Sieg. Uff, wir sind nur noch auf Blut 38,3%. Ja, aber auf 100 dauert es noch eine Weile. Ich bin auch gar nicht sicher, ob wir überhaupt auf minus 100 kommen können. Immerhin haben sie noch nicht unser Opfer. Es könnte sein, nachdem es ein Sezessionskrieg ist. Wer weiß. Who knows? I don't. Mhm. Der Krieg auch zu Ende zu gehen. Alles, alles. Ah ja. Und wir haben jetzt von den Rebellen eingenommen. Gut. Gut, halt ist und dann alle wieder. So, warte mal. Hier von ist ein guter Angreifer, kein guter Angreifer. Ja, natürlich greifst du an. Ach, ich hasse es. Dich haben wir schon gesagt, angreifen lassen. Ich kann angreifen lassen. Ich bis. Ja, okay. Und diesen. Steel Pro, möchtest du von mir? Was? Doch, except diesen Crush Bohemian Succession. Okay, das war kurz und schmerzvoll. Und eine neue Revolution. Welche Revolution ist das?
Restore Essen. Uff. Unangenehm. Eine Radicalization von Plus. Eine Revolution zu starten. Started. Fascist America begins. So, warte mal. Was sind das eigentlich? Ah. Das schaut schon arisch aus. Und schon wieder da drüben. Es sind immer die gleichen Gebiete, die Aufstand haben. Kommunisten, Faschisten, alles das gleiche. Jetzt wäre im Übrigen die Zeit für Mexiko gekommen, da wieder anzugreifen. Wenn nicht jetzt, wann dann? Nicht über die 50% rüber zu gehen. Wir müssen das im Auge behalten und versuchen, die Radikalisierung runterzubringen wieder. Puh. Immerhin um 3 Millionen sind die Radikalen runtergegangen im letzten Jahr. Und wir haben 1.500 mehr Loyalisten seit dem letzten Jahr. Finde ich gut. Können wir bitte einfach, wir schauen jetzt mal, was der Markt. Wir werden unseren Markt versuchen. Erstens, na, zunächst einmal, wir werden einmal diese Gebäude wieder voll ausstatten. Wir haben noch keine Autos, das heißt, wir machen noch keine Autos. Zweitens werden die Steuern senken. Sollte die Radikalen wieder etwas beruhigen. Drittens, wir schauen uns mal den Markt an. Wir brauchen Kleidung, Elektrizität. Wir brauchen einen Haufen Kohle und Öl. Öl können wir nicht mehr expanden. Wir können es auch nicht mehr kaufen. Gut. Wir dürfen Öl für nichts mehr verwenden, Freunde. Für nichts mehr. Kohleminen. So. Böhmen. Aber mehr noch. Ostgalizien, Westgalizien, Slowenien, mehr. So, was ist das?
Hardwood. Wir machen noch ein paar Logging Camps. So. Und irgendein Sehnen. Du machst Hardwood. Okay, Maschinen. Wir brauchen mehr Maschinen. Ich glaube, Österreich ist eines der wenigen Gebiete, wo wenig Aufstand sein wird. Wir bauen Österreich weiter aus. Einfach Stahl. Also klar, fehlt uns auch. Da gibt es heute mehr. In unserem Peak, wenn man könnte. So, passt. Das ist ein Wörter. Wir sind noch nicht fertig. Luxusgüter, Opium, weiter aus. Import. Schauen wir mal, ob Opium auf dem Weltmarkt. Wir kaufen Opium mit. Weiter oben. Ja, bauen wir oben los. Ob jetzt können wir noch kaufen. Artig. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Wollen wir das noch ausbauen? Yep. Likör. Fries. Wir sollten uns diversifizieren an unterschiedlichen Orten. T. Passt. Das war. Ah ja, warte mal. Das letzte war noch nicht hier. Ja. Munitionsfabriken. Und Shipyard Yards. Da haben wir ein Minus von 4,4. Gut. Gut. 50%, das gefällt mir nicht.
Können wir bitte näher bei 0 bleiben? Vielleicht sollten wir auch Nationssachen tun und dafür die Bauernschwäche machen. Das mache ich sonst. Aber wer weiß, vielleicht bin ich mal so blöd, wenn wir das machen. Suppress. Wir machen die einfach schwächer, hoffentlich. Da sollten wir glücklich werden mit der Zeit. Pneumatic Tools unlocked. Okay. 25% Building Hardware. Das ist cool. Constructions. 10%, das ist. Das heißt, wir sind stärker, mehr. Go. Military. Oder. Machen wir das Radio, wieso nicht? Die Staaten in Turmoil finde ich sehr gut. Okay, bevor diese Revolution startet, und die würde praktisch Gesamtösterreich betreffen, bis auf nur Österreich, Tirol, Südtirol und Lombardei und Dalmatien nicht. Ah, da drüben auch irgendwas nicht, oder? Ja, Moldawien. Finde ich cool. Also bevor diese Revolution auf Eintritt, würde ich Intervention zurückholen. Mhm. So, schauen wir mal, warte mal. Wollen wir uns noch ein Problem mehr machen? Ja, wir haben jetzt 18 von 30 hinter uns, Berg. Ist hinter uns wegen Hohenzollern. Finde ich gut. Also es fehlt noch ein einziges Gebiet und wir könnten auf. Ich überlege gerade, ob das wirklich etwas ist, was wir wollen. So, unser Markt. Ja, auf jeden Fall würden wir von dem gegen Gelb wegkommen. Ja, Paul wäre auf jeden Fall auf unserer Seite. Allein durch Paul hätten wir.
genügend Gebiete. Bayern nicht. Bayern wäre der größte Brocken und da in Sachsen wären ein paar Gebiete, die nicht auf unserer Seite wären. Aber selbst einige uns unterstützen, wenn jemand. Ja, einfach wenn wir es können. Österreichisches Deutsch. Warum nicht? Es wird auch irre viel von dem hier freigeben. Reden. Bist du wahnsinnig? Diese ganzen Leute sind unreden. Nur die Armed Forces und Industrialists sind doch glücklich, finde ich. Na gut, egal. Wir werden Schluss machen für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns das nächste Mal bald wieder. Ich